Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dich gerne mitnehmen auf meine Reise Full Face Beauty Boxen aus dem Monat Mai. Und wenn du Bock drauf hast, zu schauen, wie die dekorative Kosmetik in den Boxen, Beauty Boxen aus Mai so performen wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe so ein bisschen steifen Nacken, das heißt, also in diese Richtung, nach links geht alles gut, also für mich links, ne? In die rechte, ah, I'm dying, ich sag's euch Leute, wow, keine Ahnung, hat mir wahrscheinlich Zug geholt, ne? Also nicht wundern, falls ich irgendwie die ganze Zeit so irgendwie komisch gucke, das ist wahrscheinlich Schonhaltung. Ich mache das super gerne, dass ich am Ende des Monats immer alle Produkte aus den ganzen Beautyboxen zusammen suche. Und ein Fullface-Schminke. Es hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Wir sind jetzt fast schon Ende Juni, wo ich dieses Video drehe. Aber ich möchte es drehen. Genau, ja. Hier Licht und Schatten und so weiter muss ich noch ein bisschen ausfuchsen. Das ist jetzt quasi mein erstes Schminkvideo hier. Da muss man immer schauen. Von dort drüben kommt sogar Tageslicht. Also eigentlich ist es relativ gutes Licht, um sich zu schminken. Ich starte mal mit dem ersten Produkt. Alles ist natürlich, soweit ich es finden kann, in der Infobox verlinkt. Alverde Professional Anti-Shine Primer. Das ist dieser hier. Ich meine, der war in der Pinkbox. Genau, in der Pinkbox drin enthalten. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Alverde-Primern und ja, meine Nägel sind leider lost. Heute sind die letzten, ist der letzte Lack abgegangen. Ich habe jetzt noch so einen Pflegelack mir eben einfach schnell drauf gemacht, ne. Hey, ja, es ist halt so mit dem Umzug und so. Genau, und weil ich halt nicht so Ultra-Fan von diesen Primern bin, habe ich mir gedacht, dass es doch ganz geil wäre, wenn ich auf der einen Seite einen Primer verwende, wo ich weiß, dass der super gut bei mir funktioniert. Und zwar hier von Riva Loves Me, der So Cozy Cold Cream Primer, der ist auch fast leer. Das ist ja auch der Holy Grails von Maxim, ne? Und auf die andere Seite gebe ich mir dann den hier von Alverde. Ich habe ja auch schon mal ein Fullface Alverde mit euch zusammen geschminkt, ne? Wow, wow, oh Gott. Super flüssig, aber es ist ja auch minimal warm hier, ne? Wow. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Okay, riecht sehr kräuterig. Eigentlich riecht der gut. Mhm. Wow, wow. Okay, nee, ich glaube, den werde ich nicht verwenden, weil... Also ich habe schon vor einer Weile meine Tagespflege drauf gemacht. Wir haben es jetzt 4:30 abends, ne? Also natürlich habe ich mir heute Morgen Pflege ins Gesicht gegeben und Sonnencreme und alles. Und das rollt sich jetzt richtig schön ab. Also ich habe jetzt eine Würstchenparty, nicht nur im Gesicht, sondern auch auf meinen Fingern. Und ich glaube, ihr seht das auch, ne? Das ist unangenehm. Also sowas brauche ich jetzt natürlich nicht als Primer im Gesicht haben. Das heißt, der wird auf jeden Fall per Trash weiterwandern. Ui, 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 ui. Jo, nehme ich mir einen Lappen, mache erstmal meine Finger sauber und dann mein Gesicht. Ich habe jetzt auf beide Gesichtshälften die, ja, ne, Riva Loves Me So Cozy Geschichte draufgegeben. Liebe ich. Und jetzt kommen wir zu einer Foundation oder einem getönten Lichtschutzfaktor. Wo kommt das denn weg? In der Trend Raider Box. Die haben sich mal wieder getraut und haben was Getöntes reingepackt. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt aber nur sehr, sehr leicht. Ne? Lichtschutzfaktor 30 ist eigentlich ein bisschen wenig und du wirst niemals das Produkt so dick auftragen, dass du auch wirklich Lichtschutzfaktor 30 erreichst. Brauchst ja einen Milliliter dafür mindestens. Ne? Mit Stammzellen irgendwie aus pflanzlicher Basis und Age-Defying Face, bla, 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 bla. Invisible Nude ist da die Shade, also da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das auf meinem Gesicht performen wird. Madara mag ich super gerne. Das ist eine schöne Marke, die auch super bei mir funktioniert. Ne? Hatte ich auch schon mal eine Kooperation mit. Und ja, dann gebe ich mir das einfach mal so auf, wie ich mir jetzt Foundation auftragen würde. Nämlich jetzt erstmal direkt so würstchenweise ins Gesicht. Und weil ich halt Foundation gerne mit dem Pinsel erstmal einarbeite, mache ich das hier auch tatsächlich, auch wenn es halt eigentlich nur eine getönte Tagescreme quasi ist. Also das Getönte sehe ich jetzt auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, nicht wirklich nur darin, dass mein Gesicht oranger wird. Uiuiuiuiui. Also das auf jeden Fall. Das sieht irgendwie aus, als hätte ich einen Selbstbräuner im Gesicht gehabt oder drauf, weißt du? Weil meine Sommersprossen kommen durch, meine Pickel kommen durch, alles kommt durch.
irgendwie, also Unebenheiten werden damit jetzt überhaupt nicht kaschiert. Man wird einfach nur ein bisschen dunkler gemacht, ne? Safe, ich muss das den Hals runter auch auftragen, weil ansonsten sieht das sehr merkwürdig aus. Klar, normalerweise musst du ja auch hier Gesichtssonnenschutz und so auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Dementsprechend ist es so eine Art Guideline, so nach dem Motto, ja, nicht nur ins Gesicht, sondern auch weiter runter, weil allein farblich musst du das ja schon, ne? Ja, also, jetzt wo ich das halt auch so ein bisschen den Hals, meine Nase juckt, wo ich das den Hals auch runter verblendet habe, finde ich, geht es auch klar. Das sieht einfach aus, als hätte ich ein bisschen lange in der Sonne gelegen. Ich würde es aber definitiv nicht als Foundation-Ersatz verwenden, weil dafür deckt es mir halt viel zu wenig ab, nämlich gar nicht. Und als getönte Tagescreme, sage ich mal, mit Lichtschutzfaktor wäre das eine schöne Geschichte für mich tatsächlich. Werde ich mir beiseite legen. Aber das wird erst so ab August in Einsatz bei mir gehen können, weil noch bin ich viel zu käsig dafür. Ein Contour-Stick hatten wir von Alverde auch noch mit am Start. Und zwar in der Glossy Box Girls. Da hatten wir zwei verschiedene. Ich habe mir den jetzt hier mal in Full Face Beauty Box mit reingepackt. Das ist ein etwas dunklerer. Ich weiß nicht, einmal hell, einmal dunkel ist es, glaube ich, gewesen. Ne? Ja. Hier steht auch tatsächlich einfach dunkel drauf. Und den möchte ich jetzt einfach mal verwenden, um mein Gesicht so ein ganz kleines bisschen damit zu cream contourieren. Bin ich jetzt nicht so der Ultra-Pro drin. Aber wir versuchen es einfach mal, wie man ja normalerweise Kontur aufträgt. Ne? Also im Prinzip macht man das ja, dass man mit so einem Stiftlein hier um die Ecke geht und da so ein paar Konturpunkte setzt. Also Kontur ist ja nicht Bronzer, ne? Darf man nicht vergessen. So ein bisschen die Nase, wobei das bei mir grundsätzlich merkwürdig aussieht. Hier unten drunter ist jetzt ja auch irgendwie Trend. Und hier, dass man halt so eine Art Stupsnase kriegt, aber ich weiß ja nicht. Dann nimmt man sich so einen Foundation-Pinsel und blendet das dann entsprechend einfach aus. Also es lässt sich sehr leicht ausblenden. Da kann ich mich gerade überhaupt nicht beschweren. Aber man sieht es halt auch irgendwie nicht, ne? Es ist einfach direkt weg. Ich weiß ja nicht. Also ich sehe da jetzt keinen großen Wow-Effekt. Ich mache mir jetzt einfach mal so eine noch eine Schicht, ein bisschen intensiver. Vor allem hier so, ne? Da ist ja nichts geblieben. Und sie so verhält sich wie ein Kindergartenkind auf ihrem Gesicht. Okay. Naja, also ich habe jetzt wirklich nicht wenig aufgetragen, finde ich jetzt so, ne? Also keine Ahnung, man sieht ein ganz kleines bisschen was. Wirklich minimal. Hier auf dieser Seite sehe ich einen kleinen Schatten. Übrigens voll geil, jetzt wo ich hier im YouTube-Zimmer bin, das ist ja eine Etage höher, ne? Kann ich aus dem Fenster gucken und sehe halt, wer die Straße die ganze Zeit lang fährt. Dann kann ich immer sehen, ob der Postbote kommt. Voll genial. Auf jeden Fall. Hier leichter Schatten. Hier sehe ich nicht wirklich... Nee, oder? Schreibt mir das mal, ob ihr irgendwie dieses Produkt gerade hart feiert und ich gerade irgendwie das vollkommen unterbewerte. Keine Ahnung, aber ich finde es jetzt für mich persönlich nicht so. Eyeshadow Base, Concealer und Puder hatten wir jetzt nicht so in Boxen drin, deswegen verwende ich die Produkte, die ich so in meinem Daily Kit drin habe. Ne? Einmal die Eyeshadow Base von Love, meinen Concealer von Revolution, mein loses Puder von Fenty Beauty. Für die Augenpartie verwende ich das ehrlich gesagt immer super gerne, also generell loses Puder. Ne? Und mein gepresstes Puder für den Rest vom Schützenfest im Gesicht von Catrice, das Poreless Perfection Powder. Mag ich sehr gerne leiden, also ist ein cooles Puder und ein geiles Dupe zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Rampampam. Hat das, also ist jetzt gerade viel bei mir passiert? Irgendwie noch nicht wirklich, ne? Das ist auch immer total unbefriedigend, wenn man halt, das ist halt so bekloppt, wenn du eine Foundation hast, die halt nicht das macht, was man von der Foundation erwartet, dann ist es halt direkt so, irgendwas ist ja noch nicht ganz so ordentlich, ne? Ich sehe halt ungeschminkt aus, was ich jetzt per se nicht schlimm finde, ne? Weil eigentlich so eine minimale Perfektionierung, also wirklich minimal, hat ja stattgefunden, aber das eigentlich hauptsächlich durch den Concealer. Aber ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Wird also Zeit für einen Bronzer. Ich habe ja die DM-Box mir gekauft. Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann dieses Video, also wann das Video der DM-Box online kommt. Ich hatte es im Mai gedreht. Also es ist schon eine Weile her. Und ich weiß, dass Stand heute das Video immer noch nicht online ist. Also wahrscheinlich kommt das diese Woche online. Aber da war auf jeden Fall der Holiday Skin Bronzer drin. Ne? Von Catrice in der Farbe 010 Summer in the City. Und da er nun mal zu dem Zeitpunkt drin war, wo ich die Box ausgepackt habe und das einfach Mai war, ist da jetzt in dem Fullface Beauty Boxen Mai drin. Ist eigentlich total crazy, weil das Video habe ich halt immer wieder geschoben. Und es ist dann irgendwie jetzt vollkommen nach hinten geschoben worden.
Tut mir auch ein bisschen leid. Ja, der soll mega sein. Also viele schwärmen von dem. Genau, und deswegen trage ich mir den jetzt einfach mal ganz entspannt auf. Ich merke es schon, das wird heute echt so ein luftig, leichter, fluffiger No-Make-up-Make-up-Look fast schon. Und das wünscht ihr euch ja total häufig auch von mir. Und ich denke mir immer, oh Mann, ich bin binär. Ich kann entweder ganz oder gar nicht. Ne? Deswegen sträube ich mich immer so gegen solche Videos. Aber hey, beim Full-Face-Beauty-Boxen kann sowas immer mal wieder passieren. Weil da nehme ich ja das, was da ist und nicht, was ich dann selber ausgewählt habe. Und dementsprechend ja, kann ich den Look dann auch nur aufgrund meiner Auftragetechnik beeinflussen. Aber dieser Bronzer, hat der nicht sogar Schimmer oder so mit drin? Guck mal, das sieht nämlich nicht mehr so matt aus, ne? Den mag ich gerne leiden. Also da kann ich verstehen, dass da auch viele von schwärmen und sagen, Mensch, das ist ein schöner Bronzer, den mache ich wohl leiden. Würde ich nämlich jetzt auch dazu sagen, ne? Nice. Den mag ich gerne leiden. Ja, ich verteile das gerade ernsthaft an meinen Hals und mein Dekolleté, weil ich einfach finde, dass mein Hals und mein Dekolleté nicht zu meinem Gesicht passen irgendwie, ne? Sieht echt crazy aus. Ja, ja, ja. In der Glossy Box hatten wir von Pixi by Petra in der Farbe Peach Honey das Beauty Blush Duo drin. Und das sieht einmal so aus. Sieht wirklich recht hell aus, ne? Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das dann auch auf dem Gesicht sehen wird. Ist eigentlich eher so ein Blush-Lighter. Den trage ich jetzt natürlich auf mit einem Pinsel, der etwas kleiner ist. Das ist hier von Nire, der Radiant Blush Pinsel. Und gehe auch nur in diese Blush-Seite mal rein. Oh, da kommt schon gut Produkt auf jeden Fall auf dem Pinsel drauf. Und dann trage ich mir den einfach mal auf. Oh ja, Radiant auf jeden Fall. Aber auf eine schöne Art und Weise, oder? Also ich mag den Glow davon und das ist krass. Oh, ich muss dran denken, ich habe hier jetzt Teppichboden drin. Ich kann hier jetzt nicht so wilde Sau spielen und alles auf dem Boden machen, weil dann, oh je. Das mit dem Reinigen hier ist nämlich eine etwas andere Kiste. Also ich muss hier fast jeden Tag jetzt saugen. Yay. Aber das brauche ich halt für den Hall, ne? Ich habe jetzt aktuell hier noch keine Tür drin. Es ist ja hier Schminken auf der Baustelle quasi. Aber wir kommen damit klar, ne? Aber ja, sobald Türen drin sind, ist der Sound dann auch ein bisschen anders. Mal gucken, ich hoffe. Also der Blush ist auch wirklich so eine eher subtilere Geschichte. Genau, aber den Highlighter hiervon verwende ich jetzt mal nicht. Und ich baue den auch mal noch in einer weiteren Schicht ein bisschen auf. Weil ich habe hier noch zwei andere Highlighter. Und da konntet ihr nämlich entscheiden bei Instagram, also falls du mir noch nicht dort folgen solltest, mach das ja gerne. AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, ne? Da habe ich eben sowohl die Lidschattenpalette als auch den Highlighter entscheiden lassen und weiß selber noch gar nicht, was ihr so gewählt habt. Wenn ich keinen Highlighter hätte, würde ich einfach in beide reingehen, in beide Töne und einfach Gib ihm aufs Gesicht geben, weil das Produkt ist wirklich sehr, sehr sanft im Pfännchen gepresst, sodass ich hier auch schon, also ich habe hier schon richtig Pinsel. Streifen drin, ihr seht's, ne? Und ja, das ist immer so schwierig, was das Aufbrauchen angeht, aber ich mag jetzt so aus der Entfernung, ne, auf jeden Fall, den Blush sehr gerne, weil das einen schönen Glow gibt. Aus der Nähe. Hat er schon derbe Glitzer? Oh ja, das kann man nicht anders sagen, aber er gefällt mir dennoch. Okay, es wurde sich für eine Palette entschieden und zwar mit 53% zu 47%. Das ist knapp, würde ich mal so sagen. Der Highlighter, der jetzt heute nicht genommen wird, ist von Odin's Eye. Die sind beide von Odin's Eye aus den Odin's Eye Mystery Boxen. Nons Mesmerizer, den hier werde ich jetzt heute nicht verwenden. Aber ich werde die Solmane Palette verwenden, das ist diese hier. Und da haben wir auch vier verschiedene Töne drin, wovon ich theoretisch auch einen jetzt nochmal drüber geben könnte, ne, als Topper für meinen Blush, den Sol. Aber ich glaube, der wird zu intensiv, weil ich habe ja schon einen Blushleiter drauf, ne? Okay, ich werde zuallererst mal den Lios verwenden. Nimm dafür hier auch so einen Highlighter-Pinsel, ne, weil ja, ne, das ist jetzt erstmal so dieses Basic-mäßige, so ein schöner Champagnerton. Nice Capricy. Kannst du nichts zu sagen, ne? Ist halt ein schöner Champagnerton, der relativ dezent ist, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber schön dezent. Also ich habe den jetzt auch mal derbe aufgebaut. Da sieht man den schon gut, ne? Keinen groben Glitzer drin. Also den finde ich bombastisch. Den mag ich gerne leiden und für mich halt ein super 1A-Highlighter-Ton.
Pinsel mache ich ein bisschen sauber und gehe dann jetzt mal in den Ton Mane. Das ist halt auch so ein Ton, der hat so changierende Elemente drin, die so ein bisschen grünlich, gelb sind, bläulich, ne? Also ein sehr, sehr kühler Ton. Und den finde ich halt super interessant. Ich klappe jetzt auch mal nicht ab und trage mir den direkt hier mal auf. Ja, da hast du auf jeden Fall was im Gesicht. Ich säge die. Oh mein Gott. Jau, jau, jau. Ne? Ist jetzt auch nur eine Schicht. Ich mache jetzt auch hier mal eine zweite Schicht nochmal drüber, dass man den etwas intensiver sieht. Ich finde den aber nicht schlimm. Das ist total cool. Weil ich habe es ja manchmal, also der ist schon gelb, wenn ich den jetzt auch hier so auf meinem Gesicht sehe, ne? Und ich habe sonst halt auch Highlighter, so bunte, da komme ich halt einfach nicht mit klar. Aber das hier wäre schon einer, den ich so tragen würde. Doch, ne? Also coole Palette, auf jeden Fall. Ich habe jetzt kein farbiges Augenbrauenprodukt in irgendwelchen Boxen drin gehabt. Deswegen habe ich aus meiner Probier-mich-aus-Kiste den Manhattan Browtastic Professional Pencil in der Farbe 001 Ash Blonde mir rausgenommen. Ich glaube, den habe ich in meinem Fullface Manhattan einfach vergessen zu verwenden, wenn ich mal das so Revue passieren lasse. Der wird jetzt auf meine Augenbrauen kommen. Natürlich nicht mit diesem Pinselvieh, weil das sowas finde ich ja ganz gruselig, da nehme ich mir ins Bulli für, ne? Aber es ist halt ein Stift zum Anspitzen. Und während ich hier oben drehe und Probleme mit meiner Schulter habe, liegen unten meine beiden Männerse, also sowohl Sammy als auch mein Freund, und sind ja krank. Ne? Also mein Freund hat sich verhoben, als wir hier den Umzug gemacht haben. Der hat richtig Rückenprobleme, es ist echt übel. Und ja, Sammy geht es einfach nicht gut. Der leidet immer mit uns, wenn wir halt krank sind. Ne? Sei es, wenn ich halt schwangerschaftsmäßig irgendwas habe und mich dann zum Beispiel übergebe oder es mir einfach nicht gut geht. Da macht Sammy immer mit. Es ist echt total krass, wie mitfühlend der ist. Und ja, jetzt hat er auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Mobilitätsstörung nennt man das, glaube ich, wenn man es freundlich ausdrücken will, ne? Und deswegen lasse ich den einfach mal unten im Krankenlager mit meinem Freund und dann sollen die beiden sich mal auskurieren. Gibt es hier gefühlt nur noch Zwieback und Suppe für alle und fertig ist die Laube. Genau, aber ja, ne? Manchmal übernimmt man sich halt auch ein bisschen und dann muss man nochmal drüber nachdenken, einfach einen Gang runterzuschalten. Und diese Farbe ist ja wohl mal der Burner. Das ist ja richtig, richtig geil, ne? Cool. Richtig, richtig cool. Also den kann ich euch wirklich empfehlen, ne? Gibt es jetzt in der Drogerie wohl zu kaufen. Ja, 001 Ash Blond habe ich dann ja für mich. War das Ash Blond? Ja, das war Ash Blond. Wirklich cool. Vielleicht ein Tick zu dunkel? Nee, eigentlich nicht, ne? Nein, es ist nicht zu dunkel. Ich finde es genau richtig so. Als nächstes habe ich jetzt zwei Augenbrauen-Fixierungsviecher. Einmal haben wir wieder unseren Freund Alverde am Start. Das war in der DM-Box drin. Ich weiß nur nicht, ich glaube, ich hatte das schon mal und ich habe es schon mal aussortiert. Deswegen struggle ich da so ein bisschen mit, ne? Trotzdem, komm, ich werde es jetzt mal ausprobieren. Das sieht extrem so aus wie das von Lavera, oder? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, hat hier so ein riesengroßes Spoolie-Bürstchen und das gebe ich mir auf diese Augenbraue einfach mal auf. Ich versuche da auch relativ viel Produkt drauf zu machen, dass ich mich nachher halt nicht beschweren kann, dass es mir nicht fest genug ist, ne? Weil ich brauche halt grundsätzlich Produkte, die mir die Augenbrauen festtackern. Sei es wie der 24 Hours Brow Setter von Benefit, den ich ja wirklich genial finde. Von Essence mit Merve, dieses mega geile Brow Elimination Gedönsen. Dann hat Catrice ja sowas Ähnliches jetzt auch irgendwie ins neue Sortiment mit aufgenommen und so, ne? Also das sind so die Produkte, die ich brauche. So, auf dieser Seite habe ich jetzt dann also das Alverde Produkt drauf. Und auf die andere Seite, wo habe ich den her? Die M-Box, genau, habe ich gesagt. Von Botanic Beauty Fill and Tame Brow Gel. Das kommt aus der Glossy Box Girls. Die kommt ja alle 2 Monate, glaube ich, raus. Und das sieht sehr süß aus. Also ich mag das auch von der Verpackung her gerne leihen. Dieses Mintgrüne ist halt echt schön. Mit diesen Blumis oder was ist das? Das hat einen etwas kleineren Spoolie. Riecht nach Augenbrauengel. Und kommt dann hier so einfach drauf. Okay, das schmiert auf jeden Fall mehr. Das sehe ich jetzt hier schon direkt. Ne? Das hat mir auch schon ein bisschen Augenbrauenprodukt runtergenommen. Und ja, es ist auf jeden Fall anders in der Applikation wie das von Alverde. Bei der Lidschattenpalette habt ihr ebenfalls entscheiden können, welche von den beiden ich verwenden darf.
Und da wurde sich ebenfalls sehr, sehr knapp mit 54% zu 46% für die Hela-Palette entschieden. Beide auch wieder aus diesen Odens Eye-Boxen. Ne? Hier habe ich einmal die Hela-Palette und das andere ist die Alva Eyeshadow Palette. Die Alva werde ich dann demnächst mal irgendwie in einem Instagram-Look oder so mit euch zusammennehmen. Ne? Und ja, die Hela werde ich jetzt mit euch verwenden. Die ist mit Angelica Nyquist in der Kooperation entstanden. Und da, ja, ist so eine blonde Lady drauf, die einen schönen grünen Look hat. Ich liebe grüne Looks, ne? Also die Palette ruft meinen Namen, ist klar. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als sie dann in der Box auch mit drin enthalten war. Ich hoffe, dass ich die auch wirklich so jetzt verwenden kann, ohne dass ich jetzt super viel Vorlaut habe oder so. Hm. Ja, und ja, das machen wir doch jetzt einfach mal zusammen, oder? Wir haben hier keinen Ton zum Setten drin, das ist aber nicht schlimm. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem Ton Rebirth. Das ist ein sehr zurückhaltendes, ja, hellgelb, recht krümelig. Und das gebe ich mir innen einfach, also ich mache das einfach schon direkt, dass ich hier in meinem Inner Corner auch schon anfange, ne? Und tupfe mir das dann einfach mal direkt auf mein inneres bewegliches Lid. Auf mein inneres Drittel vom Auge. Genau. Ich möchte irgendwas Aufregendes machen. Irgendwas Cooles, Aufregendes, Leute. Deswegen nehme ich den Ton Goddess. Das ist dieses ganz krasse Pink, was ich auch echt schön finde. Gleicher Pinsel, gleiches Spiel. Echt krass pigmentiert, Leute. Das tupfe ich mir einfach in mein äußeres Drittel rein. Irgendwie. Also Pink und Gelb harmonieren ja mal richtig gut zusammen. Sieht poppig aus, ne? Also sehr intensiv. Aber ich finde die Kombi voll geil. Ich baue jetzt das Gelb noch ein bisschen auf und verblende das auch noch in diesen Pinkton. Und Leute, das reicht doch an matten Tönen oben auf dem Lid, oder? Voll krass. Klar, wenn Pink und Gelb ineinander blenden. Es ist ja so ähnlich, als würdest du Pink und, ach Quatsch, Gelb und Rot nehmen. Dann wird es nämlich ein ganz, ganz, ganz helles Orange in diesem Fall. Das passt einfach von der Farblehre so gut. Oh. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir ein Produkt, was witzigerweise zu meinem Oberteil passt. Und zwar kommt das aus der Fairy Box von Soultree. Ajuvedic Kajal, farbiger und farblos, in dem Fall ist es farbig und zwar in der Farbe Aquamarin, ein Kajalstift. Es ist wie in so einer Lippenstiftverpackung, farblich der Hammer. Und den gebe ich mir halt an den unteren Wimpernkranz und den möchte ich nachher so ein bisschen auch ausblenden mit den Palettentönen quasi. Hammer. Ja, ne? Ich verwende ja eigentlich super selten nur noch Kajalstifte, aber der ist schon ganz gut. Guckt euch mal an, was für ein Glow ich durch diesen Highlighter und den Blush und irgendwie auch durch das Durchkommen von dieser, nennen wir sie mal, getönten Tagescreme habe. Ne? Irgendwie sehe ich gesund aus. So, grob drauf gemacht. Ist erstmal soweit so gut. Den würde ich jetzt auch erstmal behalten, ne? Weil wenn ich dann solche Oberteile anhabe und dann diesen Kajal dazu, das sieht schon gut zusammen aus. Okay, ach, guck mal, da kommt der kleine Mann aus dem Krankenlager. Der Sammy, ne? Der hat meine Stimme gehört und sich gedacht, ich gehe mal hoch zu Frauchen. Ja. Jetzt nehme ich mir nämlich einen Point Brush und gehe in die Farbe Ouroboros. Gesundheit. Das ist so ein dunkler Grünton. Und den nehme ich einmal für außen zum Ausblenden des Kajalstiftes. Und dadurch, dass ich ja einen Kajalstift schon genommen habe, macht der eigentlich den Lidschatten dann haltbarer, glaube ich, ne? Ja. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, weil das doch irgendwie zu krass pigmentiert ist dafür, um das zu machen, was ich eigentlich vorgehabt habe. Ich versuche das jetzt noch so ein bisschen einfach mal auszublenden, weil jetzt habe ich ganz grüne Augenringe. Nicht so geil. Also lasst es euch von einer weisen alten Frau sagen, geht vorsichtig mit dieser Palette um. Sie ist nämlich sehr krass pigmentiert. Ich wollte nämlich eigentlich ganz gerne, weil, ne, so jung kommen wir nicht normal zusammen hier. Underworld verwenden, das ist ja so ein gelb-grüner Ton. Also fast so, weiß ich nicht, ein Senfgelb quasi. Ne? Und den wollte ich halt für innen nehmen, um mir auch eine Verbindung zu schaffen zu dem Gelb von oben. Ist schwierig. Finde ich das jetzt beautiful? Ich weiß ja nicht.
Der untere Wimpernkranz ist jetzt nicht so geil geworden wie oben, ne? Bin ich ehrlich. Ich möchte jetzt gerne den Ton Fluoreszenz verwenden. Das ist dieser gelb-grünen Schimmerton. Ich versuche es erstmal mit einem Pinsel. Ich habe jetzt hier nicht so einen super flachen Pinsel. Dafür müsste ich 2 Meter in die Richtung gehen. Und den setze ich mir einfach mal hier über das Gelb in das innere Drittel. Und holla die Waldfee, der Ton hat echt Kapitjes. Das ist ein richtig, richtig schöner Schimmerton. Wow, 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 wow. Sehr weich gepresst und mit dem Point Brush lässt er sich jetzt auch recht schön aufnehmen und in den Innenwinkel aufgeben. Ich glaube, das Augenbrauen-Highlight lasse ich jetzt einfach mal aus, weil das sähe, glaube ich, merkwürdig aus, wenn ich das jetzt auch in Gelb machen würde. Das könnte ich, wenn, dann mit dem Highlighter nachher nachholen, aber so gefällt mir mein Augen-Make-up gerade richtig gut. Das sieht intensiv aus, also man muss es natürlich nicht so intensiv machen, aber die Palette verleitet halt dazu sehr, sehr schnell, ne? Also geil, herzlich willkommen in meiner Sammlung, liebe Hela-Palette. 2 Eyeliner liegen jetzt hier und zwar habe ich einmal von Ila Maska aus der Glossy Box Muttertags Limited Edition Box den Liquid Eyeliner. Ich weiß nicht, ob der in groß oder in klein in der Box drin enthalten war. Er ist ein Filz-Eyeliner ohne Kugel, den verwende ich jetzt auf dieser Seite. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr schön geklappt. Mag ich gerne leiden. Hat einen recht subtilen Wing, habe ich jetzt gemacht damit. Ne? Also nicht allzu intensiv, weil ich finde, der Look ist einfach intensiv genug und die Lippen werden gleich noch ziemlich heftig. Mag ich gerne leiden, auch wenn es ein Filz-Eyeliner ist. Die sind manchmal ein bisschen schwierig und so, aber der ist schön. Und dann habe ich hier von Got2be Fabulize Waterproof Matte einen Eyeliner. Der war in der DM-Box drin. Und ich glaube, den habe ich in Türkis in meiner Sammlung schon drin gehabt. Der hat eine sehr, sehr labbrige, hochflexible Spitze. Da müssen wir mal schauen, wie der so malt. Ist übrigens auch ein Filz-Eyeliner. Der kommt auf dieses Auge. So, ihr seht das jetzt hier, dass er einfach gar nicht wirklich malen will, ne? Das ist sehr, sehr schwierig, damit jetzt präzise zu zeichnen. Das finde ich echt nervig, deswegen wechsle ich jetzt. Also der ist bei mir jetzt wirklich durchgefallen, den werde ich auch nicht weiter verwenden, der wird weiter wandern. Aber ich muss jetzt natürlich meinen Liner hier zu Ende ziehen, dann nehme ich den von Ila Maska. Der ist jetzt auch nicht ganz so schön geworden, aber ich konnte ihn auf jeden Fall jetzt retten, sodass er tragbar ist. Ne? Definitiv hat hier Ila Maska gewonnen, das ist für mich auch ein schönes Produkt, worüber ich mich immer freue, wenn der in Boxen drin ist. Selber kaufen, eher weniger, weil teuer. Fixieren wir das Ganze mal. Und zwar habe ich von Sun Lux mal wieder dieses Setting Spray drin gehabt. Das war in der Glossy Box drin enthalten. 75 Milliliter, relativ teuer, hat Sternchen drauf, freue ich mir einen Keks. War irgendwie letztes Jahr auch in der Glossy Box oder so, in so einer Edition Richtung Weihnachten oder so drin. Und das habe ich auch letztes Jahr leer gemacht. Der Sprühstoß ist, glaube ich, recht böse. Oh, das tropft. Ich habe den irgendwie böse in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob da mein Sprühkopf kaputt war letztes Mal. Ist eigentlich ganz gut. Man darf nur nicht zu viel verwenden, weil dann wird es nass. Und das sieht ja soweit so gut aus. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal aufgebraucht. Ne? Mag ich wohl leiden. Kann man machen. Kann sich sehen lassen. Ich finde meinen Augenlook so schön. 2 Mascaras habe ich hier am Start. Einmal habe ich hier von Gosh die Curve Length Definition Catchy Eyes Mascara. Und die hatten wir in der Pinkbox drin enthalten. Und dann habe ich für die andere Seite von Estee Lauder eine Mascara. Naja, die war quasi in der My Little Box drin enthalten. Das ist ein bisschen schwierig. Die hat man dazu bekommen, wenn man Neukunde war und einen Code eingegeben hat. Ne? Ich habe sie noch in klein zu Hause gehabt. Die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Deswegen kommt sie jetzt auch hier ins Full Face Beauty Box mit rein. Hier wird ein Vergleich schwierig sein, weil wir haben hier Bürstchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal haben wir bei der Estee Lauder Mascara ein tannenbaumförmiges Bürstchen, was ein Kunstfaserbürstchen ist. Und bei der Gosh Mascara haben wir ein Gummibürstchen, was so, ja, Cobra-mäßig ist, also so bananenförmig gebogen. Beide müffeln nach Mascara. Also da ist jetzt nicht irgendwie was Schönes mit bei vom Duft. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, beide Mascaren gefallen mir.
Beide Mascaren machen echt schöne Wimpern. Also sie trennen die Wimpern. Ich muss kurz aufpassen, dass ich nicht über Mr. Brown rolle, weil er sich mal wieder überlegt hat, genau hinter meinem Stuhl zu liegen. Krass, oder? Guck mal, wie das aussieht. Mag ich richtig gerne leiden. Ne? Da ist Schwung in den Wimpern drin. Wir haben auch Länge. Also das mag ich wirklich gerne leiden. Das ist ein schönes Ergebnis. Krass. Also ich freue mich. Ja, Bürste habe ich noch nicht wieder ausgepackt. Deswegen kommen wir mal damit klar, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ein bisschen franzig. Wow, also ich habe ein Glow im Gesicht, aber wir sind noch nicht beim Fazit. Zwei Lippenprodukte habe ich hier. Einmal, das habe ich euch ja schon gezeigt von Odin's Eye, von Alva, mein Lipstain. Mega, mega coole Farbe. Ist sehr, sehr bräunlich. Hatte ich in dem Unboxing tatsächlich auch verwendet. In der Farbe M203 Ripe Papaya. Eine sehr aufregende, sehr coole Farbe. Trage ich jetzt heute aber nicht, weil jetzt möchte ich gerne von Incredible dieses Lip Tint verwenden. Yummy Lips habe ich in der Farbe Slow Jams. Auch den haben wir in der Glossy Box Muttertags Limited Edition finden können. Den kannst du nur hochdrehen und nicht wieder runter. Also da muss man aufpassen, ne? Dass man nur das rausdreht, was man wirklich benötigt. Und das scheint sehr dunkel zu sein. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das auf den Lippen aussieht. Interessant, wenn man das aufträgt, ist es halt sehr dick, sehr juicy und sehr dunkel. Aber wenn ich das dann natürlich auf den Lippen verteile, ist es eher wie so ein Zwischending zwischen Gloss und und Lippenpflege. Also das Produkt schmilzt richtig krass auf den Lippen. Da muss man auch wirklich aufpassen. Man verbraucht es recht schnell, glaube ich auch. Ich finde aber, dass es auf den Lippen richtig schön aussieht. Ich schreibe euch auch gerne mal hier rein oder auch in die Infobox oder so, ob das wirklich einen Stain hinterlassen hat. Sprich, ob das dann auch, obwohl ich zum Beispiel gleich gibt es Abendbrot, ne, was gegessen habe, auf den Lippen gehalten hat. Und da bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt. Ich finde, dass es, auch wenn es sehr dunkel ist, zum Look passt. Also das ist schon ein schönes Gesamtgedönsen. Aber eins habe ich noch, und zwar einen Duft. Und zwar habe ich zwei verschiedene. Einmal von Carolina Herrera, Good Girl. Das hatte ich in der Blissim Frankreich Box drin. Genauso wie auch das Cire Poir and Sentil Blanc. Das ist das hier. Also die beiden waren tatsächlich in der Blissim Frankreich Box drin enthalten. Und mich interessieren ehrlich gesagt beide. Aber ich weiß, dass ich diesen Duft ungefähr gar nicht kennen werde. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 2. Genau. Sie stimmt mir zu. Also wir nehmen jetzt das Cire Parfum, was, glaube ich, auch gar nicht so super günstig gewesen sein soll. Ist 15 ml Abfüllung und mit einem Sprayer, was ich gut finde. Habe ich das nicht sogar gesprüht beim Unboxing? Das weiß ich gar nicht mehr. Soll man nicht machen. Ich sage es auch immer wieder mit dabei, aber ich kriege immer wieder einen Kommentar, dass man es nicht machen soll. Ich mache es trotzdem, Leute. Ich bin ein Rebell. Ich habe es jetzt aufgetragen. Ich habe eine leicht blumige Note, aber da kommt auch was Fruchtiges und auch etwas Schweres mit drin. Also da ist bestimmt irgendwas Moschusmäßiges mit dabei, irgendwas Rosenmäßiges mit dabei. Ja, irgendwas Wie frisch gewaschene Wäsche, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen was nach, darf ich das sagen? Ich habe gerade eine geraucht, also habe ich nicht. Ich habe ja mit Rauchen aufgehört, ne? Aber es riecht ein bisschen rauchig. Keine Ahnung. Also wird jetzt nicht mein Lieblingsduft, bin ich ehrlich. Nee, dafür finde ich den irgendwie zu muffig. Und irgendwie rasten die jetzt gerade alle hier in der Siedlung aus und fahren durch die Gegend. Ihr Lieben, das war jetzt hier mein Full Face Beauty Boxen für den Monat Mai. Auch wenn das jetzt von der Foundation und so weiter her eher nicht so meins ist, weil ich gerade zu so einem intensiven Look, ne, brauche ich eigentlich eine Foundation, die ein bisschen deckender ist. Wenn man das aber im Gesamtkonzept sieht und Leute, jetzt hier im Display mit den Lichtern und so weiter, sieht das alles schon sehr nice aus. Auch im wahren Leben würde ich mich damit richtig wohlfühlen. Vielleicht ein bisschen sehr glowy dieser Blush, aber an und für sich ein geiler Look, der mir richtig gut gefällt. Also ich kann damit safe meinen Tag verbringen und finde das immer ziemlich klasse, wenn ich das machen kann und mich nicht noch extra abschminken muss, nachdem ich hier ein Video gedreht habe. Ja, was meint ihr? Wie findet ihr die Produkte? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne
einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!